herzlich willkommen im Livestream für Hardcore Colonization. Der erste Livestream und ja, da gab es auch schon direkt die erste Frage, warum eigentlich auf Twitch? Und zwar deswegen, weil wir Hardcore Colonization auf Twitch immer im Livestream sehen werden, einmal die Woche. Und der Livestream wird dann in 4 Folgen zerschnitten, über die Woche auf YouTube veröffentlicht. So haben beide Parteien was davon und Hardcore Kerbal bleibt natürlich auf YouTube mit den Livestreams, da ändert sich nicht viel. So haben alle was davon und wir haben es ein bisschen gesplittet zwischen den beiden Streaming-Plattformen. Jetzt aber erstmal Hallo an euch alle. Ich hoffe, ihr hattet soweit eine schöne Woche und wir starten mit einem schönen Sonnenaufgang am Kerbin Space Center. Und ja, was haben wir heute vor? Die ersten 4 Folgen, falls ihr sie gesehen habt, wisst ihr, wo wir stehen. Falls ihr sie nicht gesehen habt, fasse ich kurz zusammen. Wir sind das erste Mal in den Orbit geflogen. Wir haben das erste Mal einen Touristen in den Orbit geflogen und ich mache es gar nicht so spannend. Ich guck mal, welche Verträge ich vorbereitet habe heute für den Livestream. Und zwar ist das einmal, haben wir bekommen Explore the Moon. Also wir sollen den Mond entdecken und das Ganze mit einem Flyby. Und witzigerweise genau dazu gab es einen Vertrag für 2 Touristen, die auch einen Flyby machen wollen. Und das sind auch 2 Abonnententouristen, nämlich Chilling und Yahika Kerman, die sich beworben haben, weil sie unbedingt mal einen touristischen Ausflug in Richtung Mond machen wollen. Und das heißt auch, wir werden uns heute hauptsächlich damit beschäftigen, den Mond zu entdecken. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir in den 2 Stunden kommen. Ob es zu einem ersten Kolonisierungsversuch kommt, steht noch in den Sternen. Aber die Crew ist bereits ausgewählt. Und ich habe es ja schon heftig geteasert auf Twitter. Die Crew ist ausgewählt und wir haben ausgewählt für den Pilotenplatz in Richtung Mond den Louis Kerman, der Pitt Kerman ist als Scout mit dabei, der Marius Kerman als Scientist, der Neo Kerman als Engineer, Patrick Kerman als Kolonist, Lucky Kerman als Mechaniker und Zambir Kerman als Biologe. Und ich frage mich gerade, warum der Twitch-Chat schon wieder nicht eingeblendet wird. Er ist doch eigentlich da, oder? Ah, wartet mal, ich verstehe. Man muss das nochmal überblenden, damit man es auch angezeigt bekommt. Jetzt sollte der Chat auch da sein. So, und als Touristen haben sich Chilling und Yahika angemeldet und damit ist die ganze Crew komplett. Wir werden aber natürlich erstmal anfangen, indem wir am Mond vorbeifliegen und die Touristen mitnehmen. Das heißt, die Besiedlung geht noch nicht los, weil wir haben noch gar keine Bauteile für die Besiedlung. Und jetzt kommen wir auch schon mal zu dem wichtigen Part. Wir haben nämlich aus der letzten Folge noch ein paar Forschungspunkte übrig und die müssen wir jetzt mal investieren. Und ich habe mir auch schon mal ein bisschen Kopf gemacht, so sieht unser Tech-Tree zurzeit aus. Und wenn wir jetzt zum Mond fliegen wollen, haben wir ja als Hauptherausforderung, dass wir bisher nur sehr wenig Strom speichern können. Und deshalb spricht mich das hier ganz gut an, nämlich das Rechargeable Battery Pack, dass wir endlich ein bisschen Strom haben. Sonst muss ich die ganze Zeit, anhalten und die Fuel Cell zünden. Und damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen, machen wir auf jeden Fall mal diesen Research. Und wir bekommen nebenbei auch gleich noch das Science Junior und vor allen Dingen eine vernünftige Antenne, damit wir auch Funkdaten rüberfunken können. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, heute ist der erste Schwung an Abonnenten-Kerbals, die reinkommen. Ich habe noch eine lange Liste, es haben sich, glaube ich, fast 180 Kerbals angemeldet bisher. Und das steht euch natürlich auch weiter zur Verfügung. Aber nach und nach werden alle reinkommen. Und glaubt mir, das Schicksal der Kerbals, die jetzt zum Mond fliegen, ist vielleicht nicht das Schönste, denn ich habe keine Ahnung von USI Live Support und ich bin gespannt, was sich da alles für Effekte ergeben. Und vielleicht überleben die auch gar nicht so lange. So, jetzt nehmen wir uns mal die Forschungsdaten rein und ich würde sagen, außer ihr wollt noch irgendwas Spezielles entdecken, werde ich mir jetzt mal eine Rakete schnappen, weil forschungsdatenmäßig können wir nicht mehr allzu viel machen und werde anfangen, was zurechtzubauen. Aber vorher erstmal eröffne ich den Abend mit einem Prost an euch alle. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu trinken da. Ich habe mich heute für ein feines Erdinger Weißbier entschieden, um was Südliches zu trinken im Norden zu haben. Und davon nehme ich jetzt erstmal einen Schluck und dann bauen wir uns eine Rakete, die hoffentlich funktioniert. Also hoffe ich für die Abonnenten-Kerbals, die damit fliegen müssen und die Touristen. Prost! Ah, sehr viel besser. So, ich denke, mit so 2-3 Schluck Bier lässt es sich auch gleich viel, viel besser eine Rakete bauen. Und wir fangen mal nicht komplett vom Scratch an, sondern wir schnappen uns die Tourist One. Die sieht ziemlich vielversprechend aus, weil von der weiß ich, dass sie funktioniert hat. Aber wir werden konzeptionell ein paar kleine Sachen ändern. Ansonsten, entschuldigt bitte, tut die aber erstmal ganz, ganz gut, was sie soll, nämlich
Touristen und einen Piloten wohin transportieren. Das ist genau das, was wir am Mond auch machen wollen. Und die Seacan-Liste kommt ein bisschen später. Die werde ich aber im Laufe des Abends heute im Chat posten. Und sie wird dann ab Montag natürlich auch zur Verfügung stehen in den YouTube-Videos. Dann könnt ihr selber auch Hardcore-Kirby nachspielen. Aber damit ihr nicht alle jetzt direkt Hardcore-Kirby, sage ich schon, Hardcore-Colonization, nicht direkt jetzt alle abschaltet und hektisch anfängt, Hardcore-Colonization zu spielen. Aha, schlauer Fuchs, gibt's die Liste erst später. So, ich habe das jetzt hier mal ein bisschen verkürzt, weil wir müssen die ganzen Module gar nicht mit reinnehmen, denn wir können jetzt Strom speichern. Das heißt, was wir hier noch ranpacken, sind auf jeden Fall mal zwei Batterien, damit wir den Strom auch tatsächlich in der letzten Stufe speichern können. Das sollte dafür sorgen, dass wir beim Wiedereintritt ein bisschen besser in der Luft liegen, weil wir nicht so viel Tüdelüns unten dran haben. Weil wenn ich das jetzt mal abmache, so, wir gucken mal, haben wir jetzt einen relativ guten Schwerpunkt und wir haben den Phantom als neuen Carbonaut mit dabei. Hallo Phantom und willkommen bei den Carbonauten. So, und dann bauen wir mal weiter. Der Ring hier an sich ist gar nicht falsch, aber ich will vorher noch was anderes dazwischen klatschen, denn wir haben einen Science Junior jetzt bekommen. Das nehmen wir auch mal mit, denn wir können ja auf der Mo im Mondvorbeiflug auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wissenschaftsdaten sammeln. Und dann nehmen wir hier noch das Ding mit, weil was hier dran ist, ist auf jeden Fall unsere Fuel Cell. Die brauchen wir, um Strom zu erzeugen. Wir haben nämlich noch keine Solarpanels. Wir haben ein Supply Bag. Das ist genug Essen für 3 Tage und 4 Stunden. Ich denke, das sollte machbar sein, eine Mondmission in der Zeit abzuschließen. Also ist ja nur ein Flyby. Wir wollen ja nicht landen. Dann haben wir das Magnetometer Boom. Das macht da drin auch ganz viel Sinn, weil das viel Platz wegnimmt. Und ein Mystery Goo. Und ich würde sagen, wir kleben uns jetzt noch einfach, weil es nicht viel Platz frisst, ein Thermometer und einen Atmosphärenscanner an die Außenhülle. Die sind ja zum Glück recht kompakt. Und der Götterfunke ist auch mit dabei. Hallo Götterfunke. So, und damit haben wir jetzt erstmal unsere. Oh, das kleben wir noch ein bisschen weiter nach unten. Das sieht mir sonst zu gedrungen aus an der Stelle. So, und damit haben wir den Kram. Ja, der Plan ist, das alles abzusprengen, aber wir können ja vorher eine EVA machen und uns die ganzen Forschungsdaten einsammeln. Einfach, weil ich im Moment noch nicht genug Technologie habe, um das hier stabil zu halten. Meine Piloten sind auch nicht so gut. Ich möchte auf jeden Fall die Touristen nicht umbringen, weil ich glaube, das gibt ganz bitterböse Strafzahlungen, wenn ich die kille. Und deshalb gehe ich da auf Nummer sicher. Für die gibt es nämlich richtig viel Asche. Ich kann euch das auch mal zeigen. Ne, wartet mal, hier ist es, glaube ich. Zack, zack. Wir kriegen nämlich dafür, sage und schreibe, man kann es nicht sehen. Ah gut, kann man nicht sehen. Dann kann man es wahrscheinlich doch hier drin sehen. Wir kriegen nämlich von den Touristen, wenn es klappt, 203.000 Körbel-Dollar gezahlt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir die nicht umbringen würden. Sehr, sehr wünschenswert. So, und jetzt klemmen wir mal den Rest der Rakete runter. Das war eigentlich alles ziemlich gut. Jetzt wollen wir nur mal ein bisschen an der Symmetrie arbeiten. So, und das ist jetzt natürlich nicht mehr die Tourist One, sondern das ist die Moon Tourist One. Weil, wenn man schon mal das erste Mal am Mond vorbeifliegt, ne, kann man das ja auch gleich vernünftig machen und ein paar Touristen mitnehmen. Wir machen das quasi wie SpaceX. So, und jetzt nehmen wir mal diesen ganzen asymmetrischen Kram hier weg. Und eigentlich sieht es ganz gut aus, dass wir uns da jetzt nicht einen riesen Kopf machen müssen. Aber wir bauen das mal auf Nummer sicher, damit wir auf jeden Fall im ersten Anlauf auch hinkommen. Das heißt, wir nehmen uns 4 seitliche Ausleger mit. Ja, und Dankeschön. Ich hoffe natürlich, dass das eine gute Idee ist mit der Kolonisation. Ich hoffe, dass nicht allzu viele an meinen Kolonisationswünschen sterben werden. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute im Livestream, also wenn dann zum Ende hin, es tatsächlich schaffen sollten, das erste Mal eine Kolonie auf dem Mond abzusetzen. Das kommt natürlich vor allen Dingen ein bisschen auf den Tech-Tree an. Das heißt, ich werde heute auch ganz viel Wert darauf legen, viele, viele Wissenschaftspunkte einzusammeln, damit wir auf jeden Fall schnell vorwärts kommen, was das angeht. So, ich autostrutte hier mal, dann sieht das alles nicht ganz so hässlich aus. Das können wir auch mal auf Heaviest Part stellen. Zack. So, dann sollte das hier alles nicht so ins Schlackern geraten. Ja, so sieht das auch gut aus. So, jetzt haben wir das schon mal und dann kommt da oben drauf auf jeden Fall noch das gute alte Aerodynamik-Hütchen. Hier kümmere ich mich gleich drum. Müsst euch keine Sorgen machen. Ja, ich weiß, dass ich gerade das Partlimit sprenge, aber ich habe vor, noch zu upgraden, bevor wir losfliegen.
Wir haben nämlich, wenn ihr das unten seht, richtig gut Kohle und ich muss noch ein paar Upgrades machen, damit ich auch die Manöverplanung machen kann. Ja, und worum es heute geht, wir fliegen das allererste Mal zum Mond und der Mond wird natürlich einfach, weil er nah dran ist, auch unser erstes Ziel für eine Besiedlung sein. Ganz logisch. Und deshalb müssen wir jetzt aber mal anfangen, ihn zu erforschen. Und da gibt es noch ein paar nette Spielereien, aber da komme ich gleich drauf zu. Rück. So, jetzt machen wir hier erstmal zack, Autostrad auf das Root-Part und auch wieder ein Hütchen drauf. So, und jetzt ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen. Ich habe mir hier ein extra, ich habe mir so ein, ich kann euch irgendwann mal auf Twitter ein Foto machen. Ich habe unten am Monitorrand so kleine Post-it-Zettel kleben, auf denen steht Essen, Habitation, Strom, Staging und Funk. Dinge, die ich sehr gerne, also Leute, die mich schon länger verfolgen und länger zugucken, wissen, dass ich teilweise leichte Probleme damit habe, alle Bauteile komplett zu bekommen. Und damit ich es nicht direkt im ersten Stream verkacke, habe ich mir mal ein paar Notizen gemacht, auf was ich unbedingt achten sollte. Und nö, ich will nicht nach Duna, aber ich will sicher gehen, dass es klappt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und kostet ja auch nicht viel, die 7000 Delta, wie die wir uns gerade bauen. Und was kein Brot frisst, das können wir ja mal machen. Wir sind ja hier nicht so knapp an Kohle, dass wir sowas nicht abziehen können. So, heute auch nur ganz kleine Glücksflossen. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Ich habe nämlich zugehört, ne? Der Yin hat mir ein paar Tipps gegeben, nämlich, dass ich machen soll, dass als allererstes die Tanks hinten leer werden. Das macht man folgendermaßen, indem man einfach die Priorität umändert. Und jetzt zieht er sich nämlich zuerst aus dem Tank Sprit, dann aus dem Tank, dann aus dem Tank, dann aus dem Tank. So bleibt meine Rakete möglichst lange stabil, während ich unterwegs bin. So, und jetzt gucken wir uns einmal das Staging an. Wir zünden, wenn wir losfliegen, auf jeden Fall alle Antriebe. Essen ist mit dabei. Also Neo, du hast es ja geschrieben, etwas Essen braucht es noch. Wir haben für 3 Tage und 4 Stunden Essen. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ich will nur ein Flyby am Moon machen. Ich wollte da nicht übernachten. Und bevor ich das Staging jetzt fertig baue, machen wir mal noch das hier mit dran. Das brauchen wir nämlich auch im Staging. So, wenn wir dann den Burnout der Booster haben, sprengen wir die Booster ab und fliegen auf den Triebwerken weiter. Dann sprengen wir die Dinger ab und zünden unsere. Hoffentlich, also mein Plan ist, dass das und das uns in den Orbit bringt und dass das hier unsere Transferstufe zum Mond wird und das hier unsere Reserve ist, um schnellstmöglich wieder zurückzukommen. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist der Plan. Dann haben wir hier oben noch die Stufe, die wieder eintreten wird. Das ist, glaube ich, der hier, genau. Und die Fallschirme. So sollte das insgesamt ganz gut aussehen. Jetzt speichern wir das erstmal. Ich nehme noch einen kleinen Schluck. Und jetzt kommen wir mal zu massiven. Ja, gestimmt, genau. Nein, nimmt er nicht mit. Er nimmt Ablator und Monoprop noch raus. Steht aber tatsächlich nicht auf meiner Liste. Also von daher vielen Dank für die Erinnerung. Jetzt wollen wir noch ein paar Upgrades machen. Achso, ich hätte vielleicht mal merken sollen, was das ganze Ding hier so mitbringt an Kosten. Ah, und der Eidgenosse ist jetzt auch ein Carbonaut. Vielen Dank fürs Follow. Also der ganze Spaß kostet uns 43.000. Das heißt, wir können jetzt mal ein paar Upgrades machen. Jetzt schauen wir mal, wie das so funktioniert. Also, hallo Buzzerman, jetzt geht's aber richtig los. Und als allererstes upgraden wir mal das hier für 225.000, denn wir werden in Zukunft mehr Teile brauchen. Auch nicht nur für den Flug, sondern vor allen Dingen auch, wenn wir mal eine Mondlandung machen wollen, was hoffentlich noch diesen Stream stattfindet. Ich bin erpicht, es zu schaffen. Dann haben wir für 150.000 hier noch eine Tracking Station. Und eigentlich müsste ich das hier gerne noch updaten. Die Tracking Station deswegen, dass wir sehen, wo wir hinfliegen. Und das hier eigentlich für die Flugplanung. Das können wir uns jetzt nicht ganz leisten. Aber wir spielen mit dem schönen Mod Strategia. Und ich habe extra in den ersten 4 Folgen alles vorbereitet, dass wir den High Carbon Orbit abgegrast haben auch schon. Das heißt, wir haben alles soweit fertig, dass die nächsten Achievements, die wir kriegen, zum Mond gehören. Und jetzt kann man das Moon-Programm starten. Und das Moon-Programm gibt uns für alle Milestones, das sind immer diese kleinen Erdkügelchen, ihr erinnert euch, wenn man was das erste Mal macht, dann gibt es 400% darauf, aber es gibt minus 80% Funds für alles andere. Deshalb habe ich das jetzt alles erledigt und ich werde jetzt das Moon-Programm aktivieren.
Denn wir können uns das jetzt leisten und wir wollen ja jetzt auch zum Moon. Und das Moon-Programm endet, wenn wir dann irgendwann eine Flagge auf dem Mond aufgestellt haben. Das heißt, ich hoffe, dass wir dadurch richtig viel Kohle verdienen und wir bekommen vor allen Dingen im Voraus auch 100.000 Kerbal-Dollars. Ja, und der Stream läuft, weil die Frage gerade aufkam, so ungefähr 2 Stunden. Also ich denke mal, wir werden so bis ungefähr 22:30 Uhr spielen. Ich bin da nicht ganz knauserig. Wenn es 22:45 Uhr wird, dann ist das halt so. Und wir aktivieren jetzt das Mondprogramm. Das heißt, ab jetzt gilt's. Wir fliegen auf jeden Fall in Richtung Mond und wir haben jetzt wieder 100.000 Dollars extra. Dann können wir los. Dieses Mod hier, was das macht, heißt Strategia und ist natürlich in meinem Seekern-File auch verfügbar. Und ich würde jetzt sagen, das Seekern-File verlinke ich euch hier im Chat, wenn wir vom Mond zurück sind. Das ist der Deal. Strategia, aber es ist alles im Seekern-File drin. Die gesamte Mod-Suite, die ich benutze, alles, was hier drin ist, alles, was ich benutze, gibt es als Seekern-File und das kriegt ihr verlinkt an dem Moment, wo wir mit den Touristen zurück vom Mond sind, lebend in einem Stück. So. Und jetzt sind folgende Strategien natürlich für uns nicht mehr verfügbar. Das sind einfach Strategien, die sie ausschließen. Man kann jetzt die Moon Probes, also man könnte den Mond auch mit Sonden erforschen. Das geht jetzt parallel nicht mehr. Minmus Probes und Minmus Program gehen jetzt parallel auch gerade nicht. Aber die werden wieder freigeschaltet, wenn wir das Mondprogramm abgeschlossen haben. Das heißt, das ist nicht für immer gesperrt, sondern nur so lange, bis das Mondprogramm abgeschlossen ist. So, und jetzt können wir uns mal eben flockig die 75.000 leisten und haben dann noch genug Geld, um diese Rakete so ungefähr zweimal zu starten. Ich hoffe allerdings ernsthaft, dass wir nur einmal brauchen. Und jetzt werfen wir noch einen letzten Blick drauf und machen noch die letzten Feinanpassungen. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mit dem Gerät auch wirklich in Richtung Mond, denn hier geht es ja darum, dass wir was schaffen und nicht nur darüber reden, was wir alles machen wollen. Und ja, was ich jetzt noch mache, ich nehme das Monopropellant noch raus, weil ich habe bisher noch keine Düsen dafür und wir können den Ablator mal zumindest ein bisschen reduzieren. Das war das Falsche. Ich werde ihn nicht auf 20% zurückziehen, sondern ich halbiere ihn nur, weil ich weiß nicht, ob ich eventuell aufgrund von Spritmangel oder ähnlichem vielleicht mich für eine sehr steile Landung entscheiden muss. Und dann ist es gut, wenn ich ein bisschen Toleranz habe. Und deshalb lassen wir das so. Die Fuel-Priorität, ja, wir können die auch an den 4 Gondeln einstellen. Also Schaden tut es definitiv nicht. So, zack. 32, 33. So, und ich starte auf jeden Fall die Rakete nicht nur mit den Boostern in der ersten Stufe, sondern ich starte sofort die Triebwerke mit. Das hat zum einen was damit zu tun, da können wir jetzt nochmal eine kleine Anpassung machen. Ich starte mit einer 1,5er Thrust-Weight-Ratio, die wird schnell nach oben gehen, dass ich ein bisschen Kontrolle habe. Zum anderen hat es was damit zu tun, dass ich über die Triebwerke hier dann auch ein bisschen Schwung rausnehmen kann, damit wir im ersten Aufstieg nicht zu schnell werden, weil auch das hat was mit dem Maximum Pressure zu tun, dass wir da nicht direkt gegen die Wand geklatscht werden. So, gut. Haben wir noch irgendwas zu diskutieren? Die Fuel Priority ist Stock 122. Das könnt ihr in den Einstellungen, bevor ihr das Spiel startet, müsst ihr die Advanced Tweakables unter Optionen einstellen. Das nennt sich Advanced Tweakables. So, jetzt müssen wir die Crew zusammenstellen. Und wir wollen auf jeden Fall den Luis losschicken, damit der lernen kann, zum Mond zu fliegen. Der muss das ja in Zukunft machen. Und als Testkaninchen bekommt er die 2 Touristen mit reingestopft. Die wollen nämlich zum Mond. Und wir müssen ein Flyby in unter 100 Kilometern machen. Und der Fenstervogel ist jetzt auch mit dabei. Und ich würde sagen, ich kann mich nicht mehr rausreden. Ich bringe das Ding jetzt raus aufs Launchpad und wir gucken einfach mal, ob es alles so funktioniert wie gedacht. Ich gucke nochmal. Priority ist gesetzt. Hier ist die Priority gesetzt. Die Dinger sind okay. Wir haben hier ein Staging dazwischen. Wir haben da ein Staging dazwischen. Wir haben Fallschirme dran. Wir haben Strom dran. Wir haben eine Fuel Cell mit dabei. Also eigentlich sollte es alles soweit hinhauen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Mal sehen, was USI noch so für Überraschung für uns hat. Hier hinten dieses Habitation-Ding hält auch lange genug, was auch immer das macht. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt los in Richtung Mond. So, ich hoffe, das Ding zerbricht uns nicht gleich auf dem Launchpad. Ich habe eigentlich alle Struts eingestellt, Autostruts. Ich verlasse mich jetzt einfach drauf, dass es funktioniert.
Okay, geht schon mal nicht direkt auf dem Launchpad kaputt. Und was ihr schon seht, es gibt jetzt auch einen Mod, was noch mit eingestellt ist. Der Luis hat einen ganz speziellen Anzug an, nämlich einen Pilotenanzug. Und wer Twitter verfolgt hat, hat da auch schon Bilder gesehen. Und willkommen auch CoolKelvTV. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jede Klasse, die gespielt wird, hat ihre eigenen Signatur-Raumanzüge. Das heißt, es sieht zwar nicht jeder Kerbal komplett individuell aus, aber insgesamt ist es ein bisschen individualisiert. So, Licht an, Nase zu. So, wir sind auf Vollschub. Wir nehmen das SAS rein und ich würde sagen, wir zünden die erste Stufe. Ich gehe mal ein bisschen weg, dass das nicht gleich so in den Ohren prellt, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen laut. Und 3, 2, 1 und go in Richtung Mond. Und wie ihr seht, habe ich noch ein paar Mods auf Tipps von Zuschauern nachinstalliert. Und zwar das Engine Lightning, weil das einfach wirklich hübsch ist, muss ich fairnesshalber zugeben. Wir gehen direkt in eine leichte Neigung Richtung 90 Grad, damit wir die Booster nicht aufs Launchpad abschmeißen. Und jetzt seht ihr schon, wir sind relativ schnell auf 100 Meter pro Sekunde. Und jetzt nehme ich ein bisschen Druck aus den Haupttriebwerken raus, dass die sich mitschleppen lassen. Das gibt uns zum einen mehr Delta V für die nächste Stufe. Zum anderen kann ich sie aber leicht mitlaufen lassen, um Kontrolle zu behalten während dem Flug. Aber auch dafür sorgen, dass unsere Geschwindigkeit nicht zu hoch wird, weil das das Steuern auch sehr schwierig macht. So, jetzt versuche ich mich mal nicht zu verquasseln, sondern ordentlich zu fliegen insgesamt. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Weil die Rakete jetzt zu versauen, wäre echt bitter. Ich habe nur noch einen zweiten Anlauf. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alles irgendwie schaffen. Wir nähern uns der Booster Sap. Das heißt, es ist jetzt gleich so weit, dass ich die Antriebe wieder auf Vollschub hochschiebe. Das ist jetzt passiert. Wir sind auf Vollschub und wir haben Booster Sap. Alles ist sauber raus. Die Booster verteilen sich gemütlich in Richtung Landezone. Und ich versuche jetzt mal meinen Gravity Turn langsam einzuleiten. Wir sind ganz schön schnell unterwegs. Aber ich kann jetzt nicht zu viel Schub rausnehmen, weil ich sonst auch die Kontrolle verliere, denn meine Triebwerke sind das Hauptsächliche, was mich steuern lässt. Aber das sieht ganz gut aus. Geht relativ smooth, muss ich sagen. Alles schicko soweit. Okay, wir sind gut unterwegs. Schöner Steigwinkel. Ja, schöne Steiggeschwindigkeit auch. Also bis hierhin macht Luis einen guten Job, auch wenn ich noch händisch steuern muss. Das sieht gut aus. Zeit zur Apoapsis steigt langsam und ich würde sagen, ich nehme jetzt schon mal ein bisschen Druck aus dem Triebwerk raus. Wir haben das Schlimmste schon mal geschafft. Okay, also ich will jetzt nicht zu schnell werden und einen schönen flachen Steigwinkel wählen, damit wir uns direkt in einen schönen runden Orbit hochkämpfen können. Und ich traue mich jetzt mal kurz, das Bierglas in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das sieht gut aus. Das kann Luis kurz ohne mich. Sehr schön. Freihändiges Fliegen ins Weltall mit Alkoholkonsum. Hervorragend. Ich liebe diesen Job. So, wir sind im Orbitalanflug. Das sieht auch gut aus. Wir sind relativ gut unterwegs, was den Fuelverbrauch angeht. Ich werde jetzt nochmal auf Vollgas gehen, weil wir haben jetzt kaum noch atmosphärischen Widerstand. Und ich will diese Stufe noch nutzen, um uns ordentlich rauszukatapultieren, dass wir die 70 Kilometer ungefähr schaffen. Und den Orbit rund machen wir dann mit der nächsten Stufe. Okay, das hat gut geklappt. Wir bereiten uns vor auf die Separation und ich habe was Tolles vorbereitet. Guck mal, dieses Staging wird richtig cool aussehen. Durch die Tanks durch. Ja, genau. So was kann man machen, wenn man die Separator oben anbaut. Geile Sache, oder? So, und jetzt müssen wir ein bisschen Druck drauf geben, damit wir nicht zu spät rauskommen. Aber wir haben eine Minute irgendwas Zeit. Okay, ich lasse den jetzt langsam brennen. Das ist okay. So, wir sind auf dem Weg in Richtung Kerbin Orbit. Und wie ihr seht, neue Skybox. Die fand ich auch ganz hübsch. Es gibt jetzt, wie gesagt, Engine Lightning, neue Skybox. Ich habe auch ein paar Wiedereintrittseffekte noch dazugefügt. Also da gibt es eine schöne Flammenspur, wenn man hinterherfliegt. Wenn man hinterherfliegt, die einem hinterherfliegt. So rum macht es mehr Sinn. Ja, und ich würde sagen, Hälfte des Auftrags haben wir doch schon geschafft. Wir sind fast im Kerbin Orbit. Wir brennen uns da jetzt ganz langsam und gemütlich hoch. Wir haben noch 1400 Delta V in der aktuellen Stufe. Wir brauchen ungefähr 900, um uns zum Mond rauszuschießen. Also insgesamt alles ganz gut. Und was den Spendenaufruf angeht, ich hatte überlegt, ihr erinnert euch sicherlich, gestern bei Helion hatte ich hier das Donation Goal eingeblendet, aber ich habe das mal rausgelassen, weil bei Kerbal Space Program an allen Ecken und Enden vom Screen irgendwie wichtige Informationen stehen
Und die wollte ich euch nicht vorenthalten, sondern hab gedacht, ich nehme mal lieber das Donation Goal weg, damit man sehen kann, was im Spiel passiert. Ne? Und ja, mein Rechner. Also ich bin froh, dass ich ein Headset aufhabe. Er ist nicht ganz leise gerade. Er schnurrt so ein bisschen vor sich hin. Aber alles im grünen Bereich. So, wir sind jetzt am Punkt, wo wir ein bisschen Gas geben können. Noch nicht zu viel, aber oh, das ist schon fast zu viel. Aber wir können noch ein bisschen flacheren Angriffswinkel wählen. Dann geht das auch. Aber ich will mich eigentlich schön sauber hochschleichen, ohne zwischendurch das Triebwerk auszumachen. Also quasi so ein idealtypischer Raketenburn, wie das so in die Umlaufbahn stattfindet. Und das sieht insgesamt auch ganz gut aus, dass das klappt. Wir haben nicht mehr viel zu tun dafür. Also insgesamt haben wir fast den Orbit geschafft. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich denke mal noch so 200 Delta V ungefähr. Dann sind wir da, wo wir sein wollen. Also alles in allem ein relativ guter Start. Relativ gut geklappt. Sehr schön. Und ich glaube, ja, wir stehen bei 140 von 200 für die Cam. Also fühlt euch angeheitert, entweder bei Patreon ein ständiger Unterstützer des Kanals zu werden oder kommt gerne vorbei. Unten ist, glaube ich, irgendwo auch auf meiner Twitch-Kanalseite Twitch Alerts verlinkt. Da könnt ihr natürlich auch gerne spenden. Freue ich mich sehr drüber. Und wenn nicht, dann guckt da einfach den Stream und trotzdem ist alles gut. Hervorragend. Dann dauert das halt ein bisschen länger mit der Facecam. Ist doch super. Ich habe allerdings gestern schon mal ordentliche Glühbirnen für mein Zimmer bestellt. Also so Tageslichtlampen als kleine Vorbereitung darauf. Und jetzt sind wir gleich im Orbit angekommen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den schön rund geschoben bekommen. Mit meinem Approach, das alles schön langsam zu brennen. Und 70 zu 90, das reicht mir. So, das ist unser Orbit für heute. Und jetzt mache ich mal was an. Ich habe nämlich gesehen, dass Science Alert mittlerweile auch so ein Was kann ich jetzt gerade machen Ding hat. Und ich will auf jeden Fall gucken, dass ich hier noch ein bisschen Science rausziehe. Und ich nehme jetzt diese EVA-Reports noch mit. Mit Luis. Da kann er nämlich schon mal üben. Und wie ihr seht. Oh, jetzt können wir gleich den nächsten machen. Jetzt wollte ich euch eigentlich was erklären zum Dings, aber ich bleib mal draußen hängen. So, das sind die neuen Anzüge. Die Piloten haben rot und haben hinten so ein kleines Fliegding drauf. Dementsprechend haben die anderen Klassen natürlich auch andere Outfits. Also so sieht das aus. So könnt ihr euch im Folge der Serie oder im Zuge der Serie nach und nach dran gewöhnen, wie so die Signaturanzüge der verschiedenen Klassen sind. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns auf jeden Fall ein gutes Manöver einplanen. Und hallo Quick Gamet, ich spiele hauptsächlich Kerbal. Also ich habe gestern auch mal Helion gestreamt, aber hauptsächlich mache ich Kerbal Space Program. Genau. Das ist so die Sache, die ich halbwegs kann. Halbwegs. Nicht perfekt, aber halbwegs. Es reicht hoffentlich, um diese zwei Touristen in einem Stück zum Mond zu bringen für ihren Flyby. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier unter 100 Kilometer optimieren. Und willkommen als Körbonaut, lieber Quick Gamet. Freut mich, dass es dir gefällt und willkommen in der Runde. So, wir machen jetzt aber natürlich nicht nur die, was sind's? 100 Kilometer wollen die unterfliegen, die Touristen. Wir gehen aber noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, bei 50, 60 Kilometern oder sowas ist High over the Moon vorbei. Und ich gehe mal so auf. Boah, komm, wir bieten den Touristen ein bisschen was, oder? Wir holen sie auf 10 Kilometer runter. Da können sie den Mond quasi anfassen. Das ist doch super. So, damit sind wir vorbereitet auf unser Manöver. Ich drehe mich schon mal in die Runde und jetzt beobachten wir mal. Guck mal, der Electric Charge ist auch schon viel entspannter, sobald man das Dings hier fertig hat und ein paar Batterien mitnimmt, weil jetzt haben wir statt 50 halt einen 250er Speicher. Das macht uns das Leben schon mal ein ganz Stück leichter. Und ich packe schon mal die Fuel Cell bereit, dass wir die für unsere Bedarfszündung zwischendurch haben, dass wir uns wieder aufladen können. Und eigentlich können wir auch schon mal. Ich habe ja jetzt schon Daten gespeichert. Die können wir direkt mal nach Hause funken. Die brauchen wir nämlich hier nicht mehr mitschleppen. Und falls irgendwas auf unserer. Oh, ich hätte vielleicht mal SRS anmachen sollen. Irgendwas auf unserer Mission schief geht. Und hier gibt es schon den nächsten EVA-Report, sehe ich gerade. Da muss ich dann doch mal ganz kurz Feuer frei. Und aha, wieder vorbei. Schade. Da war ich jetzt zu gierig. Na, da war jetzt wieder ein EVA-Report. Ein bisschen drauf achten, dass ich den auch mitbekomme. Da ist er. Der EVA-Report. Na, warum? Ach so, ich muss aussteigen. Ah, EVA-Report, schnell. Zack. Und
Haben wir. So, jetzt muss ich mal kurz die Fuel Cell anschmeißen. Und dann können wir aber währenddessen auch gleich den nächsten rüberfunken. So, jetzt laden wir uns schnell mal mit der Fuel Cell auf, dass wir das alles wieder zurück haben und richten uns währenddessen mal weiter aus. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Und irgendwas war schon wieder? Ne, wir sind einfach nur Space near Kerbin's Water. Das finde ich ein bisschen nervig, dass der immer wieder hier rumböbbelt. Ich glaube, ihr hört das Geräusch wahrscheinlich auch im Hintergrund, so dieses blub. Jedes Mal, wenn er eine neue Zone entdeckt. Aber das Übel nehmen wir jetzt mal mit, denn dieses Übel bedeutet, dass wir wirklich alles abgrasen können. Und ich weiß nicht, wer mir den Kommentar geschickt hatte, das noch mit reinzunehmen. Ist auf jeden Fall ein guter Kommentar gewesen. Ich hatte erst abgewunken, habe dann aber gesehen, dass es jetzt dieses Science Here and Now gibt. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, das mal mitzunehmen. So, wir sind bereit für unseren Burn. Das heißt, ich timewarpe mich da jetzt mal hin. Jetzt kommt der unschöne Nebeneffekt von Science Here and Now, aber ich lasse es an, solange wir noch im Kerbin High or Low Orbit unterwegs sind, weil ich könnte hier potenziell noch Evas abgrasen. Und da ist auch schon wieder eine, wenn man vom Teufel spricht. Zack, zack, zack. Und wieder rein. Dann haben wir auch schon direkt die nächste. Und ich kann die Fuel Cell auch wieder ausmachen. Ersetze die den Sound durch eine leere Datei. Gar keine so dumme Idee. Aber was ich viel nerviger finde, ist, dass er den Time Warp unterbricht. Aber es ist auch okay auf der anderen Seite. Oh, da war es ganz schnell wieder weg. Ah, schade, da war jetzt ganz kurz was. Da war ich nicht schnell genug. Na komm. Was gibt es noch? 3 Minuten haben wir noch. Vielleicht gibt es noch was zu holen.